Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge der Lorecore-exklusiven Patreon-Reihe. Nein, warte mal, das stimmt nicht. Der zeitexklusiven Patreon-Reihe Lorecore. So rum macht mehr Sinn. Zu Fallout 3. Heute begeben wir uns ein weiteres Mal in die Stadt Megatown. Denn hier haben wir bei weitem noch nicht alles Interessante gesehen und gehört. Setzen wir unsere kleine Expedition durch dieses kleine, metallische, verrostete Dörfchen fort. Willkommen in Megaton. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Schauen wir doch mal in die Herrentoilette. Man weiß ja nie, wie man dort trifft. Ich habe leider gerade viel zu tun. Wenn Sie was essen wollen, sprechen Sie mit Jenny oder Leo. Ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen. Warum sollte ich auf ein Klo kommen, um was essen zu wollen? Aber naja, ich brauche ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Wissen Sie was? Sie haben recht. Wahrscheinlich sehe ich wie ein Wegweiser aus. Wohin möchten Sie? Wo ist die nächste Klinik? Sie sollten Doc Church in der Nähe des Kraters aufsuchen. Lassen Sie sich Zeit. Gibt es hier einen Waffenladen? Gehen Sie zu Moira in den Craterside-Lagerraum. Sie verkauft einige Waffen. Stellt wohl auch welche her, wie ich höre. Sie finden sie unten am Krater. Gibt es hier eine Bar in der Stadt? Soll das ein Witz sein? Ja, es gibt eine Bar. Die Brass Lantern. Ist leicht zu finden, denn sie stehen schon drin. Moment, das Klo hier ist eine Bar, deiner Meinung nach? Da ist wohl was mit dem Skripten von diesem NPC nicht ganz in Ordnung. Oder Megaton hat eine sehr seltsame Vorstellung von einer Bar. Es würde mich nicht wundern. Reden wir über was anderes. Gerne. Ich habe nichts zu tun. Jo. Jede Menge Zeit, um mit Fremden zu quatschen. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Der Bereich außerhalb von Megaton? Für mich sind alle anderen Orte himmlisch. Scheißstadt. Wenn hier nicht Ödländer wie Sie mit ihren Kronkorken durchkommen würden, wäre ich schon weg. Zumindest, wenn ich Janie und Leo überzeugen könnte. Was können Sie mir über Megaton sagen? Die Stadt ist ein Loch. Eine Sackgasse. Warum ich bleibe? Nun, dieses Loch verschafft mir Geld. Was gibt's Neues in der Stadt? Moriarty pinkelt in sein Gesöff. Der verrückte Bastard denkt, das ist lustig. Außerdem gibt's da nur Halsabschneider. Hier ist es viel sicherer. Ey, vielleicht sollte ich das aufs Eingangsschild schreiben. Die Brass Lantern. Sauberer, sicherer und wahrscheinlich keine Pisse in den Drinks. Wir sehen uns, Andy. Was auch immer. Ganz in der Nähe der Toilette, die Andy für eine Bar hält, treffen wir auf Colin Moriarty, von dem wir schon so einiges gehört haben und meistens nichts Gutes. Moriarty lebt nebenbei gesagt übrigens schon ziemlich lange in dieser Stadt. Sein Vater ist beim Bau der Mauer von Megaton von Raidern getötet worden, als Colin gerade einmal 14 war. Damals hat er das Vermögen seines Vaters geerbt. Und seitdem leitet er scheinbar auch schon die Kneipe hier in der Stadt. Colin Moriarty. Freue mich immer, ein neues Gesicht zu sehen. Wie schade, dass wir uns nicht in meiner natürlichen Umgebung treffen. Ich bin Besitzer und Eigentümer des Moriartys, der Kneipe. Aber bitte sehen Sie selbst. Kommen Sie auf einen Drink oder 12 vorbei. Sie und ich, wir werden gute Freunde werden. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Mein Gott, Sie sind's. Das kleine Mädchen ist erwachsen. Und irgendwie immer noch wunderschön wie eine Blume. Es ist lange her, Kleine. Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie? Nein, Vater und ich wurden in Vault 101 geboren.
Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt, Sir Walt, damit Sie sicher sind. Kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Der erste kleine Plot-Twist in diesem Spiel. Mein Vater hat mir erzählt, dass wir in Vault 101 geboren wurden. Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Und der ganze Wahnsinn eben. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Ach, war doch nur Spaß. Papa hat ständig von dir gesprochen. Wo ist er denn? Er hat über mich gesprochen? Unsere gemeinsame Zeit war kurz, aber so ist das hier nun mal. Blut ist dicker als Wasser, was? Naja, er ist hier durchgekommen, ist aber wieder gegangen. Tut mir wirklich leid. Aber vielleicht können Sie ihn ja noch einholen. Er ging Richtung Südosten in die Stadt, sagte, er braucht Informationen von den Idioten im Sender Galaxy News Radio. Oder was noch davon übrig ist. Was ist eigentlich Galaxy News Radio? Galaxy News Radio ist ein großmäuliger Radiosender in den Ruinen von DC. Three Dog, der König dieses Irrenhauses, plappert ständig über den guten Kampf oder sowas. Ein Haufen Müll. Aber wenn Sie wissen wollen, was im Ödland so los ist, wäre das der richtige Ort. Mir ist das alles völlig egal. Das Ödland? Warum sollte man dahin wollen? Hören Sie mal zu, in Megaton gibt es alles, was man braucht. Warum sollte man woanders hingehen? Was können Sie mir über Megaton sagen? Halten Sie sich aus meinen Geschäften raus. Gehen Sie nur dahin, wo Sie hingehören und kaufen Sie hier Ihre Drinks. Mehr müssen Sie nicht wissen. Was machen Sie hier? Ich überschwemme diese Tölpel mit Schnaps und Huren. Dafür schwimme ich in Kronkorken. Ein fairer Deal, wie ich finde. Hier an der Stelle machen wir für heute nochmal Schluss. Wir haben heute wieder ein bisschen mehr über Megaton erfahren. Wir haben gelernt, dass die Bewohner von Megaton eine seltsame Vorstellung von Kneipen haben. Und wir haben Moriarty kennengelernt. Den zwielichtigen, superreichen im Verhältnis zur Fallout-Welt, der Megaton im Grunde in seinem eisernen Griff hat. Und der als erster wichtiger Story-Charakter im Ödland da draußen für unsere Hauptfigur auftritt. Ich finde, Megaton ist wirklich eine sehr gut designte erste Hub-Welt. Wir kriegen dort eben durch Moriarty unseren nächsten Hinweis für die Hauptquest. Wir werden quasi in eine Richtung gewiesen, da ungefähr geht's weiter. Wir kriegen mehrere Nebenquests, die uns dazu motivieren, die Stadt und die Umgebung dieser Stadt näher kennenzulernen, wie beispielsweise bei Moira. Und man kriegt auch gleich so ein bisschen einen Eindruck von dieser Welt, vom Worldbuilding, in der nicht mehr viel los ist, in der so ein kleines, von einer großen Mauer umringtes Nest wie Megaton als Stadt durchgeht. Und im Grunde gibt es, abgesehen von ein paar sehr kleinen Handelskarawanen, die von A nach B ziehen und wieder zurück, nicht besonders viel Infrastruktur in dieser Welt. Das ist wirklich alles relativ schön hier in Megaton zusammengetragen, um neue Spieler und Spielerinnen auf die Welt vorzubereiten. Finde ich sehr gut gemacht. Beim nächsten Mal schauen wir uns in der Stadt noch ein bisschen genauer um, vor allem in Moriartys Saloon. Macht's gut, bis dann. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein und vielen Dank für euren Support. Ciao.